Ein stranges kleines Leben verläuft auf seinen Weg. Ich such die Mitte, doch mein Glück liegt meist daneben. So selten Flugrakete, wenn mehr so Zugverspätung. Doch die Ernte kommt uns immer, man, es ist gut gesät. Und ich hab keinen Stress mit Warten, geh auch durch schlechte Phasen. Ich bin geduldig, so nehme zum Schluss die besten Karten. Und fällt der Jünger Tor, egal, gibt die Verlängerung. Halt neuer Plan, dann erleben es. Verrückte bunte Reise, Martinitus und Malaise. Der Bizeps wächst vom Steuerrad rumgereist. So selten fitte Planung, bin mehr so dritte Mahnung. Doch immer sicher im Gemetzel dank der schicken Tarnung. Ich schätze Wegbegleiter, auch wenn alles seine Zeit hat. Bei elf Freunden dann noch One-on-One Karate weiter. Und streikt der Sendeton, bleibt immer die Erinnerung. Hält neuer Plan, dann im Blick nach vorn steckt Linderung. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so leicht wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Und immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Und auch wenn's grad nicht so läuft wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Woo! Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Woo! Egal was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht eine neue Tür auf, irgendwo. Auch wenn's grad nicht so läuft wie gewohnt. Egal, es wird gut, sowieso. Wir fliegen weg, denn wir leben hoch. Gewinnen alles und gehen K.O. Wir brechen auf, dass sie leiden los. Oh, mega. Die Welt ist klein und wir sind froh. Sehr gut. Alma, Lorena und Fabio. Ah. Unter uns jetzt mal, ne? Ich fand's besser als das Original. Wirklich. Oder Vincent? Oh, ja, klar, auf jeden Fall. So. So, auf jeden Fall. Ihr seid ja mein Gute-Laune-Battle und genau das habe ich gerade bekommen. Danke für dieses schöne, schöne Battle. Ich fand euch alle so cool. Jeder hatte seinen Moment und in jedem Moment habt ihr es auch richtig abgerockt und man hat euch wirklich abgenommen, dass ihr Spaß habt. Die Attitude war perfekt. Dieser Song lebt wirklich von Rhythmusgefühl, von dieser Schnelligkeit in der Strophe. Ne? Und wenn du da nicht am Beat bleibst, dann funktioniert das nicht. Aber ihr habt das so gut gemacht, und zwar jeder von euch. Das muss man erstmal schaffen und ich ziehe wirklich meinen Hut. Also in eurem Alter, alter Schwede, was ist das für eine Sendung hier? Verrückt. Viel besser als das Original. Ja. Ich dachte immer, okay, die Blind Auditions machen irgendwie The Voice Kids aus. Aber ich merke gerade so ein bisschen, dass die Battles The Voice Kids noch viel mehr ausmachen, weil ich merke, in was für einer unfassbaren Geschwindigkeit ihr einfach lernt. Lorena, du warst bei den Blind Auditions noch relativ zurückhaltend und ein bisschen ruhiger und ich habe dich so ein bisschen schüchterner wahrgenommen und das hast du hier alles irgendwie abgelegt und hast eine Wahnsinnssteigerung hingelegt und warst selbstbewusst und hast Spaß auf die Bühne gebracht und die ganze Zeit, auch wenn du nicht dran warst, gegrinst und gestrahlt und diese gute Laune, die der Song braucht, vermittelt. Vielen Dank schon mal für diese schöne Performance. Alma, ich habe mir immer gedacht bei den Lines, wie klingt Alma auf Deutsch und funktioniert das überhaupt auf Deutsch? Und jetzt wissen wir alle, ja, es funktioniert, es klingt super gut und krass, wie du auch allein in der ersten Strophe, als du angefangen hast, die Wörter setzt, dass du wirklich da durch den Beat flowst. Das war richtig, richtig geil. Wahnsinnsstimme. Dankeschön. Oh, danke. Fabio, gerade bei dir, diese Steigerung von den Blind Auditions zu der Nummer, die du jetzt auf die Battle-Bühne geknallt hast, ist wirklich ein unfassbar großer Sprung, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Also ganz, ganz toll und vor allem, ich hätte mir gewünscht, dass ich mit 12 Jahren auch so ein cooler Typ gewesen wäre. Ja, aber es war wirklich von allen drei eine ganz, ganz tolle Performance und ein sehr schönes Battle. Ihr seid alle drei wirklich wahnsinnig weit gekommen und steht hier in den Battles von The Voice Kids.
Und boah, das ist wirklich eine nervige Entscheidung, merke ich gerade. Ich möchte in den Sing-Offs mit dabei haben in der nächsten Runde. Alma. Alma! Herzlichen Glückwunsch! Zu Recht weißt du nicht. Leute, alles wird gut sowieso. Nicht böse sein, nicht traurig sein. Weitermachen, ja? Ihr habt ganz, ganz tolle Stimmen. Lorena, Fabio, Dankeschön für diesen Auftritt in den Battles. Ich will die ganze Welt tanzen sehen. Lass uns das Glück in die Arme nehmen. Ich will die ganze Welt tanzen sehen. Komm, lass das nie zu Ende. Alma ist hier die Gewinnerin des Battles. Dass ich das jetzt doch geschafft habe, da bin ich sehr, sehr glücklich.